Einst um eine Mitternacht graulich, da ich trübe sann und traulich, war so kühn, um mit viel Mühn ein Horrorspielchen zu revühn. Als ich dacht, es tät gar rocken, würd ich Eternal Darkness zocken, vor den Monitor mich locken, sollte dieses Spiel denn tün. Moment, hat sich das jetzt ohne Scheiß gereimt? Also wenn das mal kein Horrorspiel ist. Aus der Zielgruppe, die meine Videos schaut, gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der Eternal Darkness nicht kennt. Das Spiel wurde 2002 vom kanadischen Entwicklerteam Silicon Knights rausgebracht, die zuvor schon mit Blood Omen Erfahrung im Horrorgenre gesammelt haben. Es gilt nicht nur als eines der besten GameCube-Spiele überhaupt, sondern auch als einer der wenigen GameCube-Exklusivtitel, der auch unter Nicht-Nintendo-Fans ein gewisses Ansehen genießt. Und ob er sich dieses Ansehen auch verdient hat, das wollen wir uns nun passenderweise pünktlich zu Halloween einmal näher anschauen. Das Spiel besitzt eine Rahmenhandlung und mehrere, lose miteinander verknüpfte Mini-Stories. Die Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart. Man steuert die junge Alex Roivers, die von der Ermordung ihres Großvaters Edward erfährt und daraufhin dessen viktorianisch anmutende Villa in New England aufsucht. Lovecraft, Lovecraft! Okay, das muss ich jetzt mal kurz erklären. In diesem Spiel habe ich den Lovecraft-Detektor aktiviert. Jedes Mal, wenn etwas so klingt, als wäre es von den Werken H.P. Lovecrafts inspiriert, ertönt eine passende Jingle. Tut mir leid, da müssen wir jetzt einfach alle durch. Sie durchsucht die Villa nach Hinweisen auf die Ermordung, findet aber nur lose Andeutungen, die vermuten lassen, dass ihr Großvater schon lange von etwas verfolgt wurde. Etwas Fremdartiges und Gefährliches, das nur Alex aufhalten kann. Als sie einen Geheimraum entdeckt, findet sie ein verhängnisvolles Buch voll wahnsinniger Sagen und verhängnisvollem Wissen. Lovecraft, Lovecraft! Es handelt sich dabei aber nicht um das Necronomicon, sondern um den Tome of Eternal Darkness, gebunden in Menschenhaut und Menschenknochen. Er enthält nicht nur das Wissen über die irdischen Gottheiten, genannt die Alten, Lovecraft, Lovecraft, sondern auch die Geschichten der Leute, die in ihrem Leben Berührung mit dem Tome of Eternal Darkness oder der finsteren Magie der Alten hatten. Diese Geschichten lauten, grob zusammengefasst, ungefähr so. Beginnend im alten Römischen Reich findet der Centurio Pius Augustus auf einem Feldzug in Arabien die Essenzen der alten Wesen Chaturga, Ulyaot und Zelotat. Beim Aufnehmen einer Essenz wird er in einen untoten Diener des Gottes verwandelt und muss seinem Meister den Weg zur Eroberung der Welt ebnen und dient somit als Antagonist für den Rest des Spiels. Während Pius die letzte Essenz des Gottes Mantorok sucht, trifft er in verschiedenen Epochen und Gegenden der Weltgeschichte auf die nächsten Protagonisten, die die göttlichen Essenzen schützen sollen. Zwischendurch erforscht man als Alex die Villa ihres Großvaters, auf der Suche nach Geheimnissen, Buchseiten aus dem Tome of Eternal Darkness und eine Möglichkeit, den Plan von Pius Augustus zu vereiteln. Im technischen Bereich kommen wir erstmal zu den trivialeren Dingen. Die Grafik ist für ihre Zeit nett, der Soundtrack sehr stimmig. Die Geräuschkulisse trägt wahnsinnig zur Atmosphäre bei. Leichte Schläge, Kratzen, Rascheln, undeutliches Flüstern, all das hört man, während man die gruseligen Schauplätze untersucht. Die Steuerung ist die meiste Zeit über okay, nur in den Kämpfen finde ich sie zu kompliziert. Man hat die Möglichkeit, auf einzelne Körperteile genau zu zielen, das ist allerdings so umständlich, dass man meist nicht schnell genug reagieren kann. Insgesamt machen die Kämpfe nicht richtig Spaß und sind oftmals eher zum Strecken der Spielzeit gedacht. Dafür ist interessant, dass die meisten Charaktere epocheneigene Waffen nutzen, wie Schwerter, Dolche, Steinschlusspistolen oder eine Feuerwehraxt. Innovativ ist das Magiesystem. Im Laufe des Spiels wird man immer wieder einzelne Runen finden, einzelne Runensteine und auch Kombinationen, wie man Runen und Runensteine zu Zaubern zusammensetzen kann. Je nach Kombination und Art der Rune hat ein Zauber verschiedene Effekte und ist für bestimmte Gegnerklassen effizienter. Zauber können heilen oder eine Waffe verstärken oder einen Gegner beschießen und so weiter. Die Runen aber sind wiederum jeweils einem der vier Alten zugeordnet, die für verschiedene Essenzen stehen, aber das führt jetzt erstmal zu weit. Jedenfalls ist das System eine sehr gute, gelungene und gut umgesetzte Idee. Der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist, dass die einzelnen Stories zu schnell enden und manchmal zu wenig Hintergrund liefern. Es ist zwar schön und gut, zwischen vielen Schauplätzen zu springen, aber dem Spiel fehlt es etwas an interessanten, sympathischen Charakteren und an einer Story, die es schafft, die Dramatik zu steigern.
Nicht zuletzt auch deswegen, da die langweiligsten Episoden die sind, in denen Alex die Villa durchforscht. Und diese Episoden unterbrechen leider das Spielgeschehen immer wieder. Hingegen das, was das Spiel so einzigartig und großartig macht, ist dieser grüne Balken. Ja, der neben Astralenergie zum Zaubern und Lebensenergie zum Überleben, hat man noch geistige Gesundheit. Die geistige Energie sinkt immer, wenn die Spielfigur etwas Verstörendes oder Gruseliges erlebt. Sie soll also symbolisieren, dass der Protagonist immer mehr dem Wahnsinn verfällt. Lovecraft, Lovecraft. Und wenn die geistige Energie mal am Boden ist, dann geht die Post ab. So, für die zwei Leute, die das Spiel noch nicht kennen, will ich noch nicht zu viel vorwegnehmen. Will nur mal andeuten, dass der ein oder andere Bug im Spiel durchaus Absicht ist und vor Ideenreichtum nur so strotzt. Ja, diese Effekte sind es, die dem Spiel die letzte Würze geben. Schockieren und den Spieler erschrecken kann jeder. Aber eine Atmosphäre erzeugen, in der dem Spieler einfach nur klar gemacht wird, dass so ziemlich alles passieren kann, das ist wirklich eine Kunst. Und so war es für mich immer ein echter Aufreger, wenn die Leiste nach unten gegangen ist, denn man wusste nie, was sich die Entwickler dieses Mal Krankes ausgedacht haben. Also Nintendo 64 habe ich damals echt gern gespielt und der Controller war vor allem schon gut. Da war jetzt so der GameCube-Controller nur eine leichte Verbesserung dazu. Wo Nintendo aber total überschätzt wird, ist Super Metroid für den Super Nintendo. Es ist schon okay, aber es ist halt nur ein durchschnittliches Spiel. Dafür ist Donkey Kong Country nur auf dem Game Boy erst richtig gut. Ach! Scheiß drauf, Zack McCracken ist mal ein richtig gutes Spiel. Zu der grandiosen Atmosphäre gesellt sich eine großartige Geschichte im Stile eines feinen Epos. Die Umgebung wird sehr surreal dargestellt, während die alten fast formlose gigantische Kreaturen sind. Lovecraft, Lovecraft. Dies alles sind Dinge, die Eternal Darkness zu seiner Zeit einmalig gemacht haben und das Spiel auch heute noch zu einem eher ungewöhnlichen, aber genüsslichen Vertreter des Genres gemacht haben. Spielerisch nur eine mittelmäßige Herausforderung, steht hier einfach das Erlebnis im Vordergrund. Für alle GameCube-Besitzer empfiehlt es sich, das Spiel zu besitzen. Sei es fürs harmlose Solo-Gruseln oder für schöne WTF-Momente mit Freunden. Wer keinen GameCube besitzt, sollte zumindest mal ein Let's Play dazu anschauen. Für alle, die längst Fans von Eternal Darkness sind, hier noch eine gute Nachricht. Das Spiel soll endlich einen Nachfolger für die Wii U bekommen, nachdem das Projekt Shadow of the Eternals per Crowdfunding ermöglicht wurde. Die Leitung übernimmt auch dieses Mal wieder Dennis Dyack. Und bei dem Vornamen kann ja nicht viel schief gehen. Credit Roll bitte! O'Reilly, Cthulhu Verzagen. Lovecraft, Lovecraft. Klingt so nach Lovecraft. Cthulhu, Cthulhu. Fehlt nur noch Cthulhu. Lovecraft, Lovecraft. Klingt schrecklich nach Lovecraft. Cthulhu, Cthulhu. Nur ohne Cthulhu. Und es spielt in Neuengland, klingt wie Lovecraft, Lovecraft. Klingt so nach Lovecraft. Cthulhu, Cthulhu. Verzagen Cthulhu. Fungluhi Milklove Cthulhu. Riley. Der Reviewer rührt sich nimmer, sitzt noch immer mit dem Spielwürfelcontroller in der Kralle wie vorher. Und in seinen Augenhöhlen viele Schockeffekte schwelen. Und das Licht wirft seinen schälen Schatten auf den Würfel schwer. Und es hebt sich aus dem Schatten auf dem Würfel dumpf und schwer. Ach du Scheiße, Akku leer.